Hallo, mein Name ist Bernhard Spangl und ich bin Statistiker an der Universität für Botenkultur. Ich möchte im Folgenden kurz unseren Beitrag für die ICM Beyond 2021 vorstellen. Unser Titel lautet ICM During the Pandemic. Wir haben einen englischen Titel gewählt, einfach weil auch der Titel der Konferenz auf Englisch ist, ICM Beyond, und weil die drei Buchstaben von Inverted Classroom Method, wenn man die flippt oder durcheinander mischt, auch in dem Wort Pandemic wieder vorkommen. Nun zum Inhaltlichen. Ich habe das im Wesentlichen in drei Teile gegliedert. Also jede Lehrveranstaltung bedarf einer Vorbereitung, einer Abhaltung und natürlich das Thema Prüfen muss auch irgendwie bedacht werden. Wenn wir uns das anschauen, wenn wir hier für unsere Lehrveranstaltungen Inverted Classroom Methods verwenden, dann war diese Aufteilung in selbstgesteuertes Lernen und in Präsenzlehre in Prä-Covid-19-Zeiten ja schon wunderbar. Was tun wir aber jetzt eben in der Zeit der Covid-19-Pandemie, in den Zeiten des Online-Lehrens? Klarerweise, der Teil, der selbstgesteuerte Teil, das ist nach wie vor, kann das ja bestehen bleiben. Die Frage ist, was tun wir mit unserer Präsenzlehre im Hörsaal? Wie schaffen wir den Transfer aus dem Hörsaal in unser Online-Meeting? Und im Rahmen meiner Vorlesung habe ich mir dazu einiges überlegt und Teile davon möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Also hier sehen Sie ein Bild aus der Prä-Covid-19-Ära aus meinem Hörsaal. Die Aufgabe war, wir möchten den Anteil von Land und Wasser auf unserem Globus schätzen, also eine Anteilsschätzung in der Statistik. Und ich habe dazu einen Wasserball, der eben unsere Erdkugel aufgedruckt hatte, gebeten, die Studierenden sollen den sich im Hörsaal zuwerfen und dort, wo der linke Zeigefinger zu liegen kommt, also eben auf Wasser oder auf Land, das nehmen wir jetzt als eine Realisation heran. Wie schaffe ich jetzt diese Transferleistung eben aus dem Hörsaal ins Online-Meeting? Dazu gibt es ein Web-Tool, das möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Also das wäre so ein Globus, den man eben auch hier drehen kann und den kann ich sogar, wenn ich da mit der Maus da ein bisschen drüber fahre, dann kann ich den eben auch ein bisschen sich drehen lassen und dann nehme ich hier eben die Mitte dieser Scheibe, den Mittelpunkt. Und wenn da eben Wasser ist, dann ist das Wasser, wenn die Mitte eben hier Land zeigt, dann wäre das eben Land. Das hat ganz wunderbar funktioniert und ganz analog kann ich natürlich auch andere Methoden aus dem Hörsaal in das Online-Meeting transferieren. Also ich setze zum Beispiel sehr gerne dieses Konzept von Eric Mansour, dieses Peer Instruction mittels Konzeptfragen ein. Und auch das lässt sich natürlich realisieren. Ich kann diese Diskussionen dann, die normalerweise im Hörsaal stattfinden, eben in Breakout Sessions meines Online-Meetings auslagern. Kommen wir zum letzten Teil, zum Prüfen. Ich setze hier Two-Stage-Exams als kollaboratives Prüfungsszenario ein. Und auch hier wieder geht es um einen Transfer aus dem Hörsaal in das Online-Meeting. In unserem Fall haben wir das eben gelöst hier mit Moodle und für so Online-Tests für die Einzelphase, als auch dann diese Online-Tests verwendet für die Gruppenphase. Und eben die Gruppenphase passiert dann eben in den Breakout-Sessions in Zoom. Ja, gibt es Fragen, Anregungen? Wir würden uns über einen sehr regen Austausch
bei der ICM Beyond 2021 freuen.